Hallo, heute fahren wir mit dem Mehrzweckschiff Thüringer Meer auf der Bleilochtalsperre. Wir fahren bis nach Saaldorf und dort kann man dann aussteigen und dann später wieder zurückfahren oder gleich wieder zurückfahren. Am Donnerstag und Dienstag ist Familientag, dann fahren die Kinder kostenlos. Das ist dasselbe. Ich komme dann das zweite Mal. Aber sind Sie nicht enttäuscht? In Saaldorf ist nichts los. Da ist keine Gastronomie. Ja, aber kein Saaldorf. Ja, nee. Also 15 Uhr. 15 Uhr geht es wieder zurück. 15 Uhr, genau. Dann heben Sie Ihre Karten gut auf. Okay. Aber ich bin das selber. Sind Sie selber. Das sind Sie selber. Nein, dann, danke. So, wenn sich jetzt an, die warten jetzt alle auf die Erwartung. Los, Olli. Hier geht's nicht mehr. Wir müssen erstmal ein bisschen rückwärts fahren. So wie wir müssen das auch mit Wasserträger. Wir müssen auch erstmal rückwärts fahren. Tschüss, Mama! Tschüss, Mama! Ist noch gar nicht angelandet. Nein, aber der wartet, bis der hier raus ist. Tschüss! Hier auf unserem Fahrgastschiff, die MS Thüringer Meer. Dieses Schiff ist seit 3 Jahren hier im Einsatz. Es stammt original von der Mosel, ist früher zwischen Bernkastel-Kues und Trier unterwegs gewesen. Jetzt mittlerweile hier auf der Saale oder besser gesagt auf der Bleilochtalsperre, der größten Talsperre von Deutschland. Sie ist deswegen die größte Talsperre, weil sie einen Füllmengeninhalt von 215 Millionen Kubikmeter Wasser hat, hat eine Länge von 28 Kilometer, eine Breite an der breitesten Stelle von 2 Kilometer und die tiefste Stelle misst ganze 60 Meter. Sie sehen also, zum Ertrinken reicht es gerade so, ansonsten liegt die Durchschnittstiefe zwischen 30 und 40 Meter. Es ist die angestaute Saale als Fluss. Gebaut wurde diese Talsperre 1926. Fertigstellung war 1932. Grund für den Bau in erster Linie der Hochwasserschutz. Dann gleich die Energiegewinnung hinterher. Und was sicherlich für uns im Vordergrund steht, ist der Tourismus, denn wir leben hier davon. Unsere Fahrt führt uns jetzt hoch bis nach Saaldorf und wieder zurück nach Saalburg. Vorbei rechts an den Saalburger Strandbad und Strandcafé, welches genauso alt ist wie die Talsperre selbst, ist es 1933 eingeweiht worden. Und auch 1933 ist hier das erste Fahrgastschiff in Dienst gestellt, damals mit dem Namen die Hindenburg. Das soll es fürs Erste gewesen sein. Ich melde mich unterwegs immer mal wieder, reiche noch Ihnen ein oder an das andere Wissenswerte weiter. Und das gibt Ihnen auch die Gewissheit, solange wie Sie mich hören und sehen, ist die Welt für Sie in Ordnung. Bin ich dann verschwunden und Sie hören auch nichts mehr von mir, dann könnte es sein, dass es wie auf der Costa zugeht, dass der Captain aus Versehen ins Rettungsboot gefallen ist und Ihnen eine angenehme Weiterfahrt wünscht. Dankeschön. Ja.
Bungalows. Siehst du den? Doch. Ja, der ist hier. Aus der Luft aussieht wie ein angewinkeltes Knie, hat der Volksmund daraus das Silberknie gemacht. Es stand auch eine alte Mühle in dem Tal, die Ruhmühle. Sie wurde demontiert, in abgewandelter und modernerer Form in Ebersdorf wieder aufgebaut und dort verrichtet sie noch heute ihren Dienst. Das Gebäude links von uns ist das alte Forsthaus. Werte Fahrgäste, das Schiff an unserer rechten Seite, das gehört ebenfalls zu mir. Das ist das einzigste Schiff, mit dem man eine Kreuzfahrt durch den Thüringer Wald machen kann. Das ist nämlich ein kleines Kreuzfahrtschiff und mit diesem Schiff bieten wir seit 15 Jahren über 4 Tage Mini-Kreuzfahrten an mit allen Achtung und Vollverpflegung geführten Ausflügen, sodass die Gäste nicht nur die gesamte Talsperre kennenlernen, sondern auch die Sehenswürdigkeiten gezeigt bekommen. Es ist auch gekürt worden zu Europas kleinsten Kreuzfahrtschiff durch die Zeitschrift Mittelschiffer. Es ist auch unser Fernsehstar, er war mittlerweile 24 Mal im Fernsehen zu sehen, in Musiksendungen und auch in Berichten, die über die Teilsperre gehen. Das Felsmassiv, was man hier sieht, das nennt man den Heinrichstein. Ziemlich am Gipfel oben gibt es einen Aussichtspunkt mit einer kleinen Schutzhütte, wo man einen herrlichen Blick hier in das Tal hat. Den Blick, den man von da oben genießen kann, der ist leicht zu setzen mit dem Blick auf die Saarschleife, nur dass es bei uns hier die Saarschleife ist. Genau dieser Hang hat letztes Jahr zum Ostern 4 Tage lang in Flammen gestanden. Die Feuerwehren kamen an ihre Grenzen. Es wurde ein Hubschrauber mit eingesetzt, der sich auf der als zu klein herausgestellt hat. Und am 3. Tag hat dann das Militär eingegriffen mit einem Großhubschrauber, der einen 5000 Liter Behälter unter sich hängen hatte. Und mit 50 Flugeinsätzen hat er dann den Hang gelöscht bekommen. Für uns war nur interessant mitzuerleben, wie schnell sich die Natur das Ganze wieder zurückerobert hat. Ja, hier legen wir an. Thank you.
Wir sind jetzt in Saaldorf angekommen und machen hier Picknick. Und 15.05 Uhr fahren wir dann nach Saalburg wieder zurück. In die Richtung. Ein Eis geht immer. Jetzt fahren wir wieder nach Saalburg zurück. Kommt fast gleich an wie wir. Achtung, gleich ruckelt's. Guck, jetzt ziehen sie's ran.